Ja, Freunde, schönen vierten Advent und anstehende schöne Feiertage euch allen da draußen. Wir branschen jetzt erstmal ein bisschen und haben die weltbesten Brezeln und Brötchen geholt. Ne? Natürlich von der Araltanke. Okay, Freunde, also in dem Sinne einen schönen vierten Advent. Oh, hier gibt es gerade Frühstück auch dazu. Oh, lecker. Schönen vierten Advent morgen. Schöne Weihnachten, ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Lasst euch gut gehen. Und ja, lasst es euch. War da und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Fangen wir natürlich gleich mit dem Unboxing an. Maria hat Briefpost bekommen oder sowas, ne? Von Hashtag Insta verbindet und Hashtag frohe Weihnachten. Kannst du schon mal mitnehmen, Schatz? Dankeschön. Was hast du bekommen? Ne, ich habe nichts bekommen. Ich habe mir selber was gekauft. Guck hier, Jojo Selected. Also von Selected Lights. Und da schauen wir jetzt kurz rein. Ja, ich habe mir ja wieder ein Taschenlämpchen gekauft. Ne? Als wenn ich nicht schon genügend hätte. Aber ja, die hat mich irgendwie angelacht. Also schauen wir mal. Bei meiner Neuerwerbung handelt es sich wieder um eine kleine Triple A mit Endkappenschalter. Ich hatte ja diese schöne O-Light da letztens verloren. Aber Triple A mit Endkappe ist einfach eine geile Kombination für Easy. Und ich fand diese neue Phoenix, hatte ich schon ewig keine Phoenix mehr, die fand ich echt nice. Die gibt es in Ausführung mit einmal Triple A und zweimal Triple A. Und die hat hier noch eine UV-LED mit drin, die ihr so anmachst. Also hier dein UV-Licht und dann noch drei Stufen in einem warmweißen Licht bis 70 Lumen. Das reicht optimal im Dunkeln. Hier gerade schwacher Modus ausschalten. Und ich fand mit diesem Pfeilclip, das sieht fast deswegen aus wie ein Parker-Kugelschreiber. Das fand ich ganz nice. Habe ich gedacht, komm, das wird jetzt hier dann mal für Anfang 2019 wieder meine EDC-Lampe. Ja, gute Lampen gibt es bei Selected Lights. Hat gerade jetzt hier vor Weihnachten noch ein paar Sonderangebote drin. Leider nicht die, aber war jetzt nicht so teuer. Was habe ich gezahlt? Gut, ich meine, das ist immerhin Phoenix. 29,90 Euro. Naja, gut, 30 Euro. So ein kleines Lämpchen ist schon, ja. Aber gut, Phoenix ist halt Phoenix. LD02. Ja, bin mal gespannt, wie sie macht. Und ich hoffe, ich fusilliere sie nicht gleich wieder. Ne? Also Freunde, allzeit gut Licht. Obwohl, der 21. Dezember ist vorbei. Die Nächte werden kürzer und die Tage werden heller. Länger, aber ja, ist nie schlecht, so ein Lämpchen dabei zu haben. Also. Gefüllte Kalbsbrust mit wahnsinnig leckerer Füllung. Soße natürlich, Dennis, du weißt auch die fleischfreie Soße, ja, für dich. Ja. Füllung, Rotkraut, Rosenkohl, Bohne, Knödel, Krokette und Rosenkohl. Hammer. Also, wird ein wenig knapp, habe ich es gefühlt. Ja, gut, wir hätten dann noch natürlich das Apfelstrudel selbst gemacht. Der müssen wir nachher noch in den Backofen verschieben. So als kleine Dessert müssen wir Vanilleeis dazu. Und ein wenig Vanillesoße vielleicht oder so. Und natürlich 5 Kilo Weihnachtsbrezel noch. 5 Kilo Weihnachtsbrezel. Ich sehe es schon kommen, das wird kalorienreicher Abend. Also Freunde, lasst euch schmecken. Also wir noch auf verhungert. Selber schuld. Ja, Stefan, ein extra Weihnachtsessensgruß geht natürlich an dich raus. Und hier an Thomas. Super Stöffchen aus der Pfalz. So, da kann man da gerade mal schauen, was die kleine Phoenix macht. Mit ihren 70 Lumen. Naja. Wenn es richtig fiester ist, dann sind 70 Lumen mehr als ausreichend. Ne? Perfekt. Triple A. Irgendwie ein Lumen 25,70 plus Mini-UV-Licht. Ja. Ein freies, kleines, hochwertiges EDC-Lämple. Ja, moin Freunde. 25. Dezember, wir haben ein Wahnsinnswetter, ne? Blauer Himmel, Sonnenschein, leicht bewölkt, es hat aufgehört zu regnen, die Brücke ist voll bis oben hin und wir fahren zum Hubert, das Burgersporthotel. Wir haben nämlich heute und morgen Brunch aufgelegt, Mittagsbuffet, ja, und da werden wir jetzt mal schön gemütlich zum Essen vorbeischauen, ne? Guckt Maria Zepper noch schnell darüber, bevor Führerbach kommt, in die schöne, ins schöne Bregtal da vorne, wo wir haben hier die Wagen, wie hier der eiskalte, es ist nämlich Minusgrade draußen, wie hier gerade der Eisnebel hochzieht. Die ganze Matten sind ein bisschen überschwemmt, dass man runter ins Tal muss. Es hat gut Wasser, kein Schnee, wie ihr seht, ne? Also kann nichts mit weiße Weihnachten, es ist alles grün und frostig heute und feucht. Ja, Freunde, würde ich sagen, ne?
treffen wir uns gleich wieder. Ah, da schön das Fürrerbacher Ried. Treffen wir uns gleich wieder beim... Ja, Mahlzeit, Freunde. Lasst es euch schmecken. Besonderen Gruß geht hier natürlich vom Stammtisch an den Florian und an den Ritchie raus. Und einen Mahlzeitgruß an Stefan. Lass es dir schmecken. Wartest du aufs Essen? Ja, du wartest aufs Essen, gell? Ja, du wartest aufs Essen. Ja, Mahlzeit, Freunde, wir sind schon wieder unterwegs im Bregtal Richtung, wo fahren wir hin, Moos? Herzogenweiler. Herzogenweiler zum Gastwirtschaft Ritter, oder wie ist das Ding? Ja, genau. Ja, die Fresserei nimmt kein Ende an Weihnachten, ne? Ich weiß ja, wie das ist. Aber man muss sich ja nicht immer die Monsterplatte bestellen. Ich glaube, heute bleibe ich beim Salat. Jo, schauen wir mal, wie die Wirtschaft so ist. Ne? Wetter traumhaft, Moos. Kann man anstatt auf mich zeppeln, aber hier raus. Einfach wunderschöne. Frostiges Bregtal mit immer noch ordentlich Wasser im Bach. Ja, die anderen sind schon beim Essen, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal schnell davor machen, mal schnell eine Aufnahme von diesem wunderschönen Panorama da am Horizont, bevor das vielleicht heute nach dem Essen weg ist. Ne? Schauen wir mal hier hinter der Kapelle, sieht man an guten Tagen bis zu den Alpen. Ah, da hinten sieht man sie wunderbar. Naja, heute ist wunderbare Fernsicht, aber ich glaube mit dem Handy. Das nicht, sie den Alpen einfangen. Eigentlich erst mal kurz zurück. Ich brauche ein bisschen Schatten, ich sehe überhaupt nichts auf dem Display. Da hinten am Horizont seht ihr noch die Umrisse der Alpen. Sehr schön heute. Oh, so ein herrliches Wetter. Nachdem es jetzt ja wirklich recht lange bewölkt war und geregnet hat, was ja wirklich ungewöhnlich inzwischen im Schwarzwald war. Und das selbst jetzt im Winter, aber es ist jetzt ein paar Tage richtig kalt und ein Kaiserwetter hier, ne? Traumhaft. Zweiter Weihnachtsfeiertag hier in Herzogenweiler. Ach, schön frisch, aber jetzt gehen wir erstmal ins Hotel Gasthof Ritter. Soll auch bekannt dafür sein, ist eines hier der ersten Restaurants Wirtschaften gewesen mit so XXL-Portionen. So, ne? Gut, ist nichts mehr für mich, aber macht nichts. Schauen wir mal, was die Familie so futtert. Ne? Ich glaube, ich lasse es heute ein bisschen langsamer angehen. Schon seit 2 Tagen am Futtern. Ey, und dann nochmal langsamer machen wieder, du. Das muss ich sonst alles bloß wieder abtrainieren. Ja, die haben ja hier jede Menge Burger und ein Veggie-Burger war hier auf der Karte. Also Stefan, ne? Lass dir schmecken und die sind, das ist der kleine, ne? Nur hier Größenverhältnis. Das ist der kleine Burger. Hier ist immer ein Barbecue-Burger. Klein. Und Junior hat einen ordentlichen Burger. Ja, da liegt ja ein ganzes Chicken drauf. Können wir die Deckel abmachen? Freunde, lass dir. Herzogenweiler. Ist schon eine Weile alt, ne? 1208. Ja, Freunde, da wird noch schnell Zeit zu schauen, wer diese coole Männerhandtasche noch gewinnt. Und dafür gehen wir mal schnell an den Rechner. Also, ab zur Verlosung. 519 Aufrufe und haben wir noch was freizugeben? Nein, es sind 55 Kommentare. Der Abschluss war ja von mir. So. Copy, na, gehst du Copy und Paste. Na, was ist mit der Seite los? Ja. Etwas langsamer heute und sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber was soll's, er hat 57 gültige Teilnehmer gefunden und mal schauen, ob wir einen Taschengewinner haben, der sich dafür interessiert. Bam! René Falk, hallo Dennis, nettes Täschchen kann ich gebrauchen, dir und deinem Anhang ein frohes Fest. Ja, cool, René Falk, wir schauen mal da rein, ob es da was gibt. Nein, auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte, aber sei es drum, René, schreib mir bitte eine E-Mail mit deiner Postanschrift, dann bekommst du ja nachträgliches Weihnachtsgeschenk, eine kleine, coole
Universal Everyday Carry Gear Männerhandtasche in coolem Real Tree Camo. Okay, das war's. Zurück ins Studio. Wir haben einen Gewinner, René. Die geht die Tage an dich raus auf die Reise, sobald ich deine Postanschrift habe. Gut, das war's diese Woche wieder mit einem kleinen Backstage-Vlog-Rückblick. Und ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebeli, macht's gut. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Freitagabend und ein schönes Wochenende, Samstag, Sonntag.